hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Ja, es geht weiter mit dem Bus-Simulator und wir müssen, was sollen wir denn überhaupt machen? Wir sollen den Hauptbahnhof freischalten, okay. Die Freischaltvoraussetzung für die vorgehobene Bushaltestelle. Was ist denn eine Bushaltestelle? Ja, ich muss den Hauptbahnhof freischalten, aber die Frage ist, wo ist der? Warte mal. Streckplaner. Okay, warte mal. Da schalte den Hauptbahnhof frei. So, warte mal. Achso, das ist der Hauptbahnhof. Okay. Also. Gut. Die müssen wir eigentlich nur einfahren. Okay. Gut. Ja. Der ist hier unten, der Hauptbahnhof. Okay. Also, nutze Fahrräume auf einer Strecke mit maximal Einkommen zu generieren. Die verbindet Hauptbahnhof. Steineck, okay. Mit maximal 8 Haltestellen. Oh ja. Also, 8 Haltestellen. Maximal. So, Steineck. Ach, der Steineck ist hier unten. Ah, okay, warte mal. Dann. Ja, so, also nochmal. Mindestens 3. Warte mal, Hauptbahnhof frei. Ah, warte mal, hier steht doch was. Komm, gib doch mal. Hallo, du darfst auch mal. Oh, ich krieg den Text nicht so schnell gelesen.
Ach so, ich muss mindestens 5 Busse besitzen, um die Hauptsache nur freischalten. Ah, okay. Ja, gut. 5 Busse, okay. Das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, ich muss mal gucken, was wir jetzt haben. Ich muss jetzt mal den Hauptbahnhof freischalten, sonst komme ich irgendwie gar nicht weiter. Busdepot. Wie viel haben wir denn überhaupt momentan? 2, 3. Das heißt, ich verkaufe meinen Erdgasbus wieder und verkaufe dafür 3 neue, wenn so wie möglich ist. Ich muss jetzt 3 neue holen. Nee, das sind 20.000. Wir haben jetzt 4, 3. 2 Busse brauche ich noch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Strecke fahren und dann noch einen neuen Bus kaufen, damit wir da den Hauptbahnhof freischalten können. Ach ja, die sind hier zu teuer alle jetzt, was da so kommt. Also, das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Strecke fahren. So, Streckenplaner. Aber was Kurzes. Wir fahren trotzdem mal eine neue Strecke. Komm. Das war mal so bewusst jetzt mal. Wir müssen ja mit dem. Genau, der Bus ist noch nicht. Der ist noch nicht freigeschaltet. So, das, das. Dann fahren wir hier rüber. So, okay, fahren wir die Strecke. Und dann müssen wir später noch mal was machen. Okay, gut. So, dann speichern wir die. Fahrrad zuweisen. So, du brauchst jetzt nicht nochmal mit der Strecke. So, haben wir denn irgendwie was? Nein. Weil ich aber wo ist jetzt? Da brauchen wir nicht nur einen Bus. Gut. Okay. So, fahren wir den ersten Mal mit dem neuen Gelenkbus. So, okay. Gut. Dann fahren wir mal los. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja. Tag Standard 2. Danke. Nächster Halt, Steineck. Hier
Wir sind erstmal wieder auf dem ersten Teil. Es lag mit der neuen Strecke. Mit dem neuen Bus. Der hat aber guten Speed drauf auf jeden Fall. So. So, alle mal einsteigen. So, Steinbeck Ost ist die nächste Haltestelle. Wir brauchen ja noch eine Fahrt, also. Hier, wir sind das Gewinnmann, dann holen wir uns den nächsten letzten Bus. Und dann geht es ja schon Richtung Hauptbahnhof, zumindest dann in der nächsten Folge. So, ich will hier den Erdgasgelenkbus noch irgendwann haben. Endlich haben wir auch eine Anbindung. Nein, dann hoffe ich, dass ich mir nicht den ganzen Tag den gleichen Kram anhören können kann. Muss. Wie war das noch gleich? Gruar? Schau mal doch. Gruder? Ach stimmt, es war Gruyère. Was auch immer. So, die Schranken sind oben. Bei der Bahnhof, da fahren wir jetzt quasi irgendwann fast vorbei dran. So, nächste Stelle ist Kornstraße. Also vom Fahrgefühl her schon deutlich anders als die anderen Fahrzeuge. Hat lang genug gedauert. Standard. Danke. So, ich steig mal aus, damit ich hier mal kurz meine Fahrkarten. Ja. Kann man meine Fahrkarten und heute machen kann? Augenblick. Na klar. Hier, bitte. Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Klar. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Oh, zwei Leute ohne Fahrkarte. Sehr gut, 240 Euro zu verdienen.
muss ja ein bisschen aufpassen, der Bus ist ja jetzt ein bisschen länger. So, was haben wir denn hier? Ach, du bist das. Tut mir leid, ich mach's leise. Natürlich stehe ich jetzt hier schön im Weg. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir da rumkommen. Nein, was verfahren. Scheiße. Okay. Ist aber nicht weiter tragisch. Eigentlich hätten wir da abbiegen müssen eben. ich sag ja. Der Bus ist länger, wir müssen echt aufpassen. Upsi. So. Gut, dann fahren wir als nächstes geradeaus weiter und dann links. Da halten wir mal gerade an. So, hier unterhalten sich die Leute weniger, aber es glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass wir eine neue Strecke haben. Dass sie noch nicht so gut angebunden ist. Bisschen vorsichtig jetzt sein. Lässt sich auch sehr gut angenehm fahren, auf jeden Fall. Bloß kein Blitzer. Ein bisschen ruckelt es noch gerade. So, alle Mann aus und dann nach einsteigen. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten, das sind zwei. Tag. Standard. Danke. So. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. So. Aber der Gast, danach müssen wir noch eine Station haben. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Und ich kann nicht weiterfahren, während die jetzt über die Straße rennt hier, oder was? Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ach, scheiße. Also ich muss echt höllisch aufpassen. Das ist so ein
ungewohntes anderes Fahrgefühl. Genau pünktlich. Ja. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Wer? Eine Fahrkarte, bitte. Einzelstandard 1. 17,80 Euro. Danke. So, die zweite Stelle. Nein. So. Ja, die Texte sind gerade sehr leise, ja, ich weiß. Also ich dachte, wenn die ganz hinten im Bus sitzen, hört man das nicht so wirklich. Na komm. So, Ember-Tor. Die Ampel war rot. Die war nämlich immer noch grün. Oh Mist, ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, da gibt's eben Pizza. Tür eingestiegen. Ich tue auf, du eingestiegen, ich tue zu. Feierabend. So. Hier muss ich raus. So, sie haben ja mittlerweile eigentlich wieder grün. Ja. So, Hohe Straße ist die letzte Haltestelle. Ja, noch nicht ganz. So, haben wir anhalten. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Wir sind fast 2 Minuten drüber. Gestern sind wir an einer großen Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Bitte was? Eine Fahrkarte. So, Tag, Standard. Und eins. Danke. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Sache. So, dann haben wir ja ein bisschen Zeit jetzt. Glaubst du, Hans wird je wieder... Was? Ach so. Was? Ach, na klar. Hier. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. So, dann haben wir auch alle... Ich hab bestimmt den einen oder anderen übersehen.
Immer noch keine Haltestelle. Ja. Boah, ich sag ja, genau das ist es. Ich hätte auch abbiegen müssen. Oh, ich hab's aber heute mit dem verpasst. Na, einfach. Dabei will ich doch nur einen weiteren Bus kaufen. Das ist komisch hier ziemlich eingebaut. Boah, Alter, das war knapp. Den hätte ich fast noch mitgenommen, den Fußgänger. Das wäre nämlich 20.000 gewesen. Aber die haben wir Gott sei Dank nicht kassiert. So, alle mal einsteigen. Eine Fahrkarte bitte. Mhm. Danke. Jawohl, der Tankstelle. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. So, jetzt müssen sie noch mal langsam... Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad schneller bin. Ich kann nichts für den Verkehr. Gut, da kommt nichts. Fußgänger haben wir auch keinen. Und dann parken wir hier ein. Nächster Halt, Lindnergasse, Endstation. Bitte alle aussteigen. So. Ah, der Mann raus. Ah, jetzt muss ich das wieder durch. Jetzt muss ich wieder durchgucken. Müll. Hab ich verpasst? Da. So. So, warte mal. Fahrt abschließen. Das machen wir nämlich jetzt als erstes. Oder nicht? So. Fast 5 Sterne und noch nicht mal fast sogar 5 Scheine. Perfekt. So. Genau. Und dann müssen wir jetzt eigentlich noch den letzten Bus kaufen. Busdepot. Und dann holen wir uns hier den Mercedes. Ja, die ganzen anderen Busse fahren wir alle mit dem DLC.
Die habe ich gar nicht. Ich habe da nur die Badeversion geholt. So, und jetzt müsste eigentlich auch der Hauptbahnhof frei sein. Wir haben jetzt 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben 5 Busse. So, und jetzt müsste eigentlich auch der Hauptbahnhof frei dabei sein, oder nicht? Ja, alle nur verwerfen. Ich muss mal gerade... L3, so war das. Genau, Hauptbahnhof ist freigeschaltet. Perfekt. Und dann machen wir die nächste Tour in der nächsten Folge.